Ich gehe mal davon aus, dass quasi jeder, der gerade anfängt, dieses Video zu gucken, ein Smartphone zu Hause hat. Ein Handy mit einem Lithium-Ionen-Akku. Und da haben wir ja schon einiges gelernt über den Umgang mit diesem Akku. Wir wissen, wie wir den Akku schneller laden können. Wir können uns ein Ladegerät kaufen, das ein bisschen mehr Strom liefert. Dann lädt er schneller. Wir wissen aber auch, wie zickig hier dieser Akku sein kann und wie schnell der eben die Biege machen kann, wenn man ihn nicht richtig behandelt. Und bei einem Elektroauto haben wir es im Prinzip, wollte nicht sagen, mit einem Smartphone auf Rädern zu tun, aber so ein bisschen ist das ja so. Da steckt ein riesen Lithium-Ionen-Akku drin und viele Punkte, die hier wichtig sind, gelten auch hier. Und deswegen wird heute unser Thema sein, wie lade ich mein Elektroauto schneller und wie lade ich es schonender. Und das gilt dann übrigens auch hier fürs Handy. Und klar, das wird gut. Eine schnellere, mobile Ladeelektronik verwenden. Jetzt gucken wir uns erstmal so ein Elektroauto mit seiner Ladeelektrik an. Gibt es ja ab Werk eben den internen Bordlader für Wechselstrom. Und der kann entweder mit einem Leiter umgehen, einer Phase, 230 Volt oder zwei Phasen, zwei Leitern oder drei Leitern, dreiphasig. Ich habe ja schon ein eigenes Video über das Laden zu Hause gemacht. Und je nachdem, was eben das System hier drin kann, 3,7 Kilowatt, 7,4 Kilowatt, 11 Kilowatt oder sogar noch mehr, baue ich mir zu Hause eine Wallbox hin. Das ist eine optimale Möglichkeit, um das Auto zu laden. Aber jetzt wird bei jedem Elektroauto üblicherweise, bei manchen muss man es auch noch bezahlen, eine solche In-Cable-Control-Box mitgeliefert. ICCB heißt das Ding. Ja, von Elektrikern wird das normalerweise als Notstrom-Ladekabel bezeichnet, weil man das eigentlich für unterwegs benutzt, wenn man eben gar keine andere Möglichkeit hat, dass man hier an der normalen Haushaltssteckdose ein bisschen aufladen kann. Okay, jetzt gucken wir aber mal drauf, wie hier geladen werden kann. Mit 12 Ampere Strom, das ist schon relativ viel, die meisten ICCBs haben nur 10 Ampere. Und das bedeutet, dass ich das mit ungefähr 2,3 Kilowatt oder in diesem Fall sogar mit fast 2,8 Kilowatt an Ladeleistung belasten kann. Aber jetzt rechnen wir uns das mal aus. 2,8 Kilowatt, hier ist ein 64 Kilowattstunden Akku drin, da wartest du natürlich relativ lange. Aber ist nur die Zeit ein Problem von solchen ICCBs? Nee, da gibt es noch ein paar andere Probleme. Zum einen, Notstromladekabel werden sie auch deshalb genannt, weil das Hausnetz eben nicht dafür ausgelegt ist, dass da auf Dauer sehr, sehr hohe Ströme rausgenommen werden. Und wenn ich jetzt hier diesen Stecker in die Haushaltssteckdose reinstecke, habe ich Übergangswiderstände. Dort kann sich was erwärmen. Ich habe vielleicht eine Hausverkabelung, die nicht ganz dafür ausgelegt ist. Es ist also nicht unkritisch damit, sehr lange zu laden. Und das sehr lange Laden hat noch zwei andere Probleme. Zum einen die Betriebsstundenbelastung, jetzt nicht lachen, die Betriebsstundenbelastung der Ladeelektronik im Auto. Die ist nämlich wirklich auf Betriebsstunden ausgelegt und umso länger ich lade, desto mehr wird von den kalkulierten Betriebsstunden abgeknapst. Also im Endeffekt lade ich für die Elektronik da drin lieber ein bisschen schneller. Und dann gibt es noch ein Problem. Wenn ich das Auto einfach nur in die Steckdose anstecke, zack, und der ganze Ladekladderadatsch da drin fängt an zu laufen. Dann habe ich eine sogenannte Grundlast. Das sind also schon ein paar hundert Watt, die das Elektroauto zieht, einfach um die grundsätzliche Versorgung der Komponenten zu gewährleisten. Da wird nur nichts im Akku aufgeladen. Und jetzt kommt eine ganz logische Sache. Angenommen, ich habe 300 Watt Grundlast und ich lade nur mit 2,3 Kilowatt. Dann habe ich sehr hohe Ladeverluste, weil die Ladeleistung im Verhältnis zu der Grundlast gar nicht so hoch ist. Aber umso höher meine Ladeleistung rutscht, desto vernachlässigbarer, so jetzt haben wir das richtige Wort, wird die Grundlast. Und deswegen sollte man auch, wenn man jetzt hier nur eine Haushaltssteckdose lädt, unter Umständen ein bisschen schneller laden, damit es effizienter ist und damit es hier nicht so auf die Elektrik geht. Und was kann man dann machen? Ja, wir tun die ICCB mal weg und nehmen uns zum Beispiel, das ist aber auch ein Geraff hier, ist ein bisschen schwerer, steckt auch mehr Elektronik drin. Eine schnellere Ladeeinheit. Das ist jetzt eine, die kann theoretisch sogar bis 22 Kilowatt unterwegs an Drehstrom. Das ist aber gar nicht so entscheidend, sondern es gibt halt eben auch schon welche, mit denen kann ich zumindest den Strom schon mal auf 16 Ampere steigern, also schon mal mehr als hier drin ist. Und dann habe ich schon 3,7 Kilowatt. Wir können das hier mal machen. Es gibt auf dem Markt einige Anbieter. Muss ich das halt anschauen? Für mich ist immer ganz wichtig, dass die mechanische Qualität stimmt, weil wenn ich etwas unterwegs mitnehme
und das oftmals benutze und das liegt im Schlamm, da ist einfach mechanischen Belastungen ausgesetzt, dann muss das richtig gut funktionieren. So, jetzt machen wir hier einfach mal, na, wo ist der Punkt? Wo ist er denn? Hallo, wo ist mein Punktdeiser? Das machen wir hier mal drauf, klicken das ein, zack. Und jetzt haben wir hier einen Schuko-Stecker dran gemacht. Und jetzt können wir hier mit 3,7 Kilowatt laden. Das kann unterwegs schon mal wichtig sein, dass man ein bisschen schneller lädt, damit man eben, wenn man keine andere Möglichkeit hat, ein bisschen mehr Strom reinkriegt. Und dann ist für mich hier ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns hier mal den Schuko-Stecker angucken, das ist ein ganz normaler. Da ist jetzt keine Überwachungselektronik oder ähnliches drin. Aber gerade dort, wo ich den Stecker in die Steckdose stecke, entstehen Übergangswiderstände. Und dort entsteht eben Verlustleistung, die im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass das Häuschen abbrennt. Ja, ich will jetzt nicht einen Teufel an die Wand machen, kann aber passieren. Und hier haben wir zum Beispiel einen Stecker, man sieht es hier, wenn man hier drauf guckt, da ist eine Temperaturüberwachung drin. Also zumindest an der Stelle wird überwacht, ob der zu heiß wird und dann schaltet sich die Elektronik aus. Also das ist schon mal ein ganz einfacher Weg, um unterwegs die Ladeleistung etwas zu steigern, in einen mobilen Charger zu investieren. Mein Tipp ist, guckt sie euch wirklich genauer an und schaut auf die mechanische Qualität, weil wenn ihr mit den Dingern oftmals umgeht, dann habt ihr keinen Spaß dran, wenn die irgendwann die Biege machen. Den Ladestrom erhöhen. Mensch, jetzt habe ich aber einen rausgehauen. Das ist ja wohl logisch. Ja, jeder, der bei der Mittelstufenphysik ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, Strom und Leistung hängt so zusammen, dass die Leistung entsteht, wenn ich die Spannung mal dem Strom nehme. Und wenn ich eine gegebene Spannung habe, muss ich eben den Strom erhöhen, damit ich mehr Leistung durchkriege. Wissen wir bei den Handys auch. Ja, ich kann das Handy eben doppelt so schnell laden, wenn ich mit 2 Ampere anstatt mit 1 Ampere lade. Aber kann ich diesen Strom zu Hause einfach unendlich steigern? Kann ich einfach so viel Strom, wie ich möchte, über meine Leitung drüber lassen? Nein, das geht eben nicht. Zum einen habe ich meine Sicherung zu Hause, meistens modernen Häuser, 16 Ampere. Mehr geht da nicht drüber pro Leiter. Es wäre theoretisch noch 20 Ampere möglich. Ja, dann wären wir bei 230 Volt schon bei 4,6 Kilowatt. Aber mehr geht in Deutschland nicht, weil ansonsten eine Schieflast entsteht. Und zwar folgendes. Die Häuser sind eben versorgt mit 3 stromführenden Leitungen, 3 Phasen Wechselstrom. Und wenn ich nur eine Phase belaste und die beiden anderen in Urlaub schicke und ich jage da zu viel Strom drüber, über 20 Ampere, dann entsteht eine sogenannte Schieflast. Das heißt, ich habe auf einer Leitung sehr viel Last und auf der anderen gar keine. Und das mag das Elektrizitätswerk nicht so und deswegen ist das in Deutschland verboten. Also, wenn ich jetzt nur ein einphasig ladendes Elektroauto habe, kann ich da nichts machen an dieser Leistung. Beim Kona habe ich ja Glück, das sind zumindest 3 Phasen. Doch, da geht was. Und das ist ja auch gerade für die Leute wichtig, die zum Beispiel einen älteren Jaguar I-Pace fahren. 90 Kilowattstunden Akku, einphasiger Lader, 3,7 Kilowatt gehen rein. Da wartest du einen Tag, bis das Ding voll ist. Und was kannst du jetzt machen, um das zu steigern? Das schauen wir uns jetzt an. Man kann den Strom nämlich steigern mit diesem Riesengerät hier. Wiegt 25 Kilo. Ich wollte es eigentlich für euch aufschrauben, aber so viel sieht man da drin nicht. Und es ist auch gefährlich, mit Gerätschaften zu arbeiten, die mit so viel Spannung umgehen. Deswegen machen wir das lieber nicht. Was macht das Gerät? Na, im Groben und Ganzen fasst das 2 Leitungen zu einer zusammen und es transformiert die Spannung und damit auch den Strom. Okay, wieso? Ganz einfach. Ich habe an meiner Haushaltssteckdose 230 Volt anliegen. Ja, man sieht das hier an dieser Zeichnung. Das ist Spannung zwischen Neutralleiter und der Spannung eben auf der einen Phase, 230 Volt. Aber ich habe, wenn ich 3 Leitungen habe, also 3 Phasen Wechselstrom, zwischen den einzelnen Leitungen 400 Volt anliegen. Man sieht das auch hier an der Stelle. Das ist eine größere Strecke. Das ist die eine Spannung, die andere Spannung, die sind zeitlich ein bisschen versetzt. So, aber mit den 400 Volt kann ich ja gar nicht arbeiten. Verkraftet doch mein System gar nicht. Das ist ja einphasig, 230 Volt. Jetzt kommt der Trafo ins Spiel. Der ist im Prinzip wie die Übersetzung in einem Getriebe, sorgt er dafür, dass eben nicht die Umdrehungszahl und die Kraft variiert wird. Das macht ja ein Getriebe. Da wird ja die Umdrehung erhöht oder erniedrigt, dafür wird auch die Kraft höher oder niedriger, sondern hier wird die Spannung entweder erhöht oder in unserem Fall, was wir brauchen, niedriger gesetzt und dafür steigt aber der Strom, weil die Leistung immer gleich bleibt.
Und der Trafo hier drin, der macht das. 400 Volt kommen an von zwei Leitern, bumm. Der Trafo senkt das runter auf 230 Volt. Dafür steigt aber mein Strom von 16 Ampere auf ungefähr 28 Ampere. Mit Verlusten sind es 25 Ampere. Jetzt könnt ihr das gerne ausrechnen. 230 Volt mal 25 Ampere, sind wir bei 5,8 Kilowatt, die hier drüber gehen. Und das Spannende ist wirklich, ich gehe hier Drehstrom rein, zwei Phasen, und komme hier mit einer Phase raus, die mein Bordnetzlader wieder verkraftet und dann aber trotzdem mehr Leistung reinschieben kann, wenn der Bordnetzlader das kann. Das ist immer noch eine Voraussetzung. Übrigens, das Ding hier heißt ganz speziell Spartrafo. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, ob ich das erkläre, weil es ist schon kompliziert. Und ich mache euch einen Vorschlag. Alle, die das nicht interessiert, die holen sich jetzt ein Bier oder einen Kaffee. Und für alle anderen erkläre ich es ganz kurz. Also, ein Spartrafo heißt wirklich Spar, weil er eben Material spart. Bei einem üblichen Trafo habe ich zwei Wicklungen, die sich galvanisch getrennt quasi gegenüberstehen. Und im Verhältnis der Wicklungen wird die Spannung eben gesenkt oder erhöht. Okay, ich brauche zwei Wicklungen und die sind nicht elektrisch miteinander verbunden. Beim Spartrafo brauche ich bloß eine einzige Wicklung. Und da wird bloß an einer unterschiedlichen Stelle abgegriffen. Und dadurch wird die Spannung eben transformiert. Das geht nur bei kleinen Übersetzungsverhältnissen. Ja, in diesem Fall ist es ja nicht so viel, von 400 auf 230 Volt. Aber ich kann eben Material sparen und den Trafo ein bisschen kompakter auslegen. Wobei kompakter, hallo, guckt euch an, das ist ein Riesending. So, und wenn jetzt alle mit ihrem Bier und Kaffee fertig sind, ja, müsst ihr euch ein bisschen beeilen, dann können wir wieder einsteigen. Das kostet natürlich einiges, logischerweise. Denn da müssen 5,8 Kilowatt an Leistung übertragen werden bei so einem Trafo, bei so einem System hier. Könnt ihr alle mal in Amazon googeln, gebt mal Spartrafo ein, werdet ihr welche finden. Und da ist man schon überrascht, wie teuer sie sind bei kleinen Leistungen. Das Schöne ist aber, man muss es gar nicht wissen, was er tut. Wenn man das Problem hat, dass man ein Auto hat, das nur einphasig lädt, aber einen riesen Akku hat und man kann es nicht ändern, dann gibt es zumindest diese Lösung, um das zu tun. Günstig ist sie nicht, aber es ist gut zu wissen, dass es eine Lösung gibt. Für alle, die sich jetzt trotzdem fragen, für welchen Anwendungsfall brauche ich denn so ein Gerät? Ich lade doch mit meinem Elektroauto schon dreiphasig oder zweiphasig, ja, dann braucht er das nicht. Dann bringt das überhaupt nichts, dann habt ihr ja schon relativ schnelles Laden. Es ist wirklich nur für den Fall, dass ich ein Elektroauto habe, das nur einphasig lädt und das relativ langsam und ich habe einen relativ großen Akku und ich kann an der Ladeelektronik im Auto nichts ändern. Und dann wird es schwierig. Am besten ist natürlich, wie im Falle von Jaguar, dass der Hersteller feststellt, das ist nicht so sinnvoll, dass wir so langsam laden, machen wir einen größeren Lader rein. Jetzt schieben wir mal den ganzen Wechselstromkram, AC-Kram weg und kümmern uns um Gleichstrom-Schnellladung, DC-Ladung. Und da gibt es vor allem zwei Faktoren, die ganz entscheidend dafür sind, wie schnell ich mit dem Auto laden kann, wie viel Ladeleistung ich reinbekomme. Das ist Temperatur und Ladestand. Und wir fangen an mit der Temperatur. Und dafür messen wir jetzt beim Kona einfach mal am Akku die Temperatur. Ich messe außen, innen kann ich nicht messen, aber er steht schon eine Zeit lang. Man kann davon ausgehen, dass die Werte sich ziemlich angleichen. So, das sind genau 19,1 Grad. Okay, was heißt das jetzt? Naja, so ein Lithium-Ionen-Akku ist im Prinzip wie ein Mallorca-Urlauber. Der fühlt sich zwischen 25 und 35 Grad besonders wohl. Ja, da hat er am Pool die besondere Leistungsfähigkeit, kann Sangria in Mengen in sich reinpumpen und hier kann halt eine Menge Strom reingepumpt werden. Und wie entscheidend diese Temperatur für die Ladefähigkeit des Akkus ist, das gucken wir uns jetzt mal am Ladechart des Porsche Taycan an. Moment. So, das legen wir mal hier unten hin. Und dann sehen wir hier zwei Punkte, Batterie-Starttemperatur. Hier unten ist Ladestand, State of Charge, SOC. Und hier sieht man die Ladeleistung. Umso wärmer die Farbe wird, desto mehr Leistung geht rein, bis zu 270 Kilowatt beim Taycan. Umso kälter, desto weniger Leistung geht rein. Das geht hier runter bis 50 Kilowatt oder so. Aber wieso ist denn die Temperatur so entscheidend? Gucken wir uns erstmal kalte Temperaturen an. Die sind besonders schädigend für den Akku, wenn ich dort schnell lade. Denn wenn die Temperatur kalt ist, dann laufen die elektrochemischen Prozesse in der Zelle langsam ab.
Das ist wirklich, kann man sich vorstellen, wie so kalte Finger, die sich nicht richtig bewegen. Und dann werden die Ionen auch nicht richtig eingelagert. Die können nicht schnell genug in ihr Ionenparkhaus am Pol reinfahren. Interkalieren heißt übrigens der Fachbegriff dafür. Und der Innenwiderstand steigt auch noch an. Das heißt, wenn man hier den Akku mit hohen Strömen belasten würde, also viele, viele Ionen, die man reinschieben will und die können eigentlich gar nicht, weil es nicht schnell genug geht, dann würde der Akku sehr, sehr schnell Schaden nehmen. Platting, ich habe es in einem anderen Video schon mal erklärt, bildet sich metallisches Lithium am Pol. Okay, also kaltes Laden ist ganz fatal. Das nur so nebenbei als Tipp, wenn ihr im Skiurlaub seid, euer Handy ist eisekalt und ihr haut das sofort an hohe Ladeleistungen dran. Nicht gut. Und was ist mit warmem Laden? Ja, eine Wärme mag der Akku bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, weil eben dann die Prozesse schnell ablaufen. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn man den überschreitet, zum Beispiel hier 35 Grad Celsius, und das wird noch wärmer, dann altert der Akku wieder schneller. Und die RWTH Aachen, die hat in der Untersuchung sogar festgestellt, dass dieser Alterungsprozess mit 10 Grad mehr als hier der Optimalwert eine Verdopplung der Alterungsgeschwindigkeit bedeutet. Und daran sieht man mal, wie fatal das sein kann, wenn der Akku zu warm ist. Also muss ich die optimale Temperatur einstellen. Und wir können uns das hier auch angucken. Beim Taycan, ich sehe das hier. Hier dieser gelbliche, orange Bereich, da lädt er besonders schnell und hier in dem blauen, grünen Bereich lädt er besonders langsam. Und wir haben ja hier gemessen bei dem Kona 19,1 Grad. Und jetzt gucken wir mal hier. Ja, das ist gerade so an der Grenze, wo er anfängt schnell zu laden. Erst darüber lädt er wirklich mit hohen Leistungen. Und darunter geht die Ladegeschwindigkeit deutlich runter und über 35 Grad wird die Ladegeschwindigkeit auch wieder abgesenkt. Ganz wichtig ist, bei einem Elektroauto entscheidet das Auto dann darüber, wie viel Strom da reinkommt, weil das schaut sich ja die Bedingungen an. Bei einem Handy schaut das Handy normalerweise nicht danach. Das ist eisekalt und ihr ladet es schnell und dann macht es aber ganz, ganz schnell die Biege, wenn ihr es dermaßen unfair behandelt mit Strom. Aber was könnt ihr denn jetzt tun, um das zu beeinflussen? Na, der erste Punkt ist, dass ihr euch anguckt, mit welcher Temperatur fahre ich denn an meine Gleichstrom-Schnellladestation hin. Angenommen, ihr steigt morgens im Winter in euer Elektroauto ein. Das ist nicht aufgeladen, ist nicht optimal. Und dann denkt ihr euch, na, jetzt fahre ich erstmal direkt zur Gleichstrom-Schnellladestation. Und es ist wirklich vielleicht noch Minustemperaturen draußen. Und dann fahrt ihr das Ding an die Schnellladestation, schließt ihn an und stellt fest, da kommt kaum Tempo raus. Hier sieht man zum Beispiel in dem Chart von Porsche, unter 10 Grad Celsius wird hier gar nicht angezeigt. Und wenn ich mit Minustemperaturen arbeite, dann wird im schlimmsten Fall quasi gar nichts mehr an Strom reingeladen. Bei einem BMW i3 zum Beispiel, der sagt, nee, lass mal stecken. Das ist mir hier deutlich zu kalt, das schädigt den Akku. Also ist es besser, an diesem Morgen eine Schnellladestation zu wählen, wo ihr ein paar Kilometer fahren müsst, wo ihr den Akku schon ein bisschen erwärmt, damit er eben schon fit ist, um dort schneller zu laden. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja Moment, es gibt ja auch Systeme, wo vorkonditioniert wird. Genau. Man kann, zum Beispiel Tesla macht das oder Porsche macht das, dem Akku auch sagen, pass mal auf, ich fahre jetzt zur Schnellladestation über das Navigationssystem. Und dann weiß das System das und erwärmt aktiv den Akku, sodass, wenn ich dort hinkomme, der Akku schon in meinem optimalen Temperaturbereich ist, also hier so mindestens 20, eher 25, 35 Grad und sofort sehr schnell laden kann. Jetzt gibt es aber auch den anderen Fall. Ihr seid auf der Autobahn ordentlich angestromert. Zack, habt schön Strom aus dem Akku rausgeholt, der wurde richtig erwärmt, ist vielleicht schon bei 40 Grad Celsius angelangt. Dann muss der Akku erstmal runtergekühlt werden, damit er optimal laden kann. Es gibt Autos, die haben kein aktives Thermomanagement. Nissan Leaf zum Beispiel, das ist ein Riesennachteil in einem Auto. Ich kann es auch ehrlich sagen, das wäre der Grund, wieso ich mir das als Elektroauto nicht kaufen würde. Weil ich ein aktives Thermomanagement brauche, um den Akku halt richtig einzustellen. Was könnt ihr machen? Na, ihr könnt, bevor ihr zur Ladestation fahrt, ein bisschen Strom rausnehmen und erstmal mit dem Fahrtwind den Akku noch ein bisschen kühlen. Das ist nämlich ein bisschen ein Irrtum, wenn man sagt, naja, ein Elektroauto braucht ja quasi keine Kühlung. Na doch. Angenommen, es läuft mit 90% Wirkungsgrad, ihr wollt 50 Kilowatt an Leistung haben. Wie viel Verlustleistung entsteht? 5 Kilowatt und das ist schon mal eine Menge. Okay, aber man kann sich dabei natürlich auch auf das aktive Thermomanagement bei vielen Autos verlassen. Nehmen wir Audi e-tron zum Beispiel. Da ist unter dem Akku ist ein Kühlfeld aufgebaut. Das ist mit so einer, ich will mal sagen, Temperaturleitpaste, weil es ist ja eine Wärme- und eine Kälteleitpaste, mit den Akkuzellen verbunden und dadurch kann ich halt die Temperatur einstellen. Aber ganz wichtig ist, dadurch, dass ihr optimal
die Temperatur, den Temperaturbereich wählt an der Ladestation, könnt ihr eben nochmal an Ladegeschwindigkeit gewinnen. Und beim Kona, da habe ich es im letzten gerade festgestellt, da musste ich nämlich so schnell wie möglich an eine Ladestation dranfahren. Das war eine Aufgabe und der Akku war noch nicht richtig warm. So, und dann habe ich gehofft, dass er so mit mindestens 80 oder 70 Kilowatt lädt. 100 ist manchmal ein bisschen utopisch. Mit was hat er geladen? 50 Kilowatt. Wieso? Weil der Akku noch nicht warm genug war. Gut, über die Abhängigkeit von Temperatur und Ladegeschwindigkeit haben wir gesprochen. Das ist relativ groß. Jetzt fehlt aber noch der zweite wichtige Punkt, nämlich die Abhängigkeit vom Ladestand. State of Charge, wie der Profi sagt, also SOC. Und da ist es eben wichtig, dass die Batterie beim Laden, beim Schnellladen, im optimalen Ladestandsbereich ist. Und dann sehen wir hier auch die Abhängigkeiten beim, ich nenne es mal, Ladekennfeld des Porsche Taycan. Temperatur, relativ stark, aber auch hier beim Ladestand, hier ist 0%, also Akku ist komplett leer und hier ist 60%, sieht man, dass mit steigendem Ladestand der Batterie, die Geschwindigkeit wird hier immer blauer, immer kleiner wird, immer weniger Strom reinfließen kann. Und wieso? Das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt. Im Prinzip ist ein Lithium-Ionen-Akku nichts anderes wie ein großes Ionen-Parkhaus. Wenn das Parkhaus leer ist, können ganz viele Ionen reinschießen. Umso mehr sich das Parkhaus füllt, desto schwieriger wird es crashfrei, da Ionen einzuparken. Das heißt, die Geschwindigkeit muss nach unten gefahren werden, damit eben keine Crashs passieren, damit sich kein metallisches Lithium an dem Pol bildet, sogenanntes Plating, und der Akku damit auf Dauer großen Schaden nimmt. Und deshalb muss man sehr genau darauf achten, in welchem optimalen Bereich ich lade. Jetzt gibt es die Faustformel, nämlich zwischen 20% und 80% wird besonders schnell geladen. Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie die Ladekurve des speziellen Autos aussieht. Und dafür gehe ich hier mal auf die nächste Seite. Hier sehen wir jetzt die Ladekurve des Porsche Taycan. Und dann sehen wir hier oben, das ist die Ladeleistung, und dann sehen wir, dass er schon bei 5% mit einer sehr, sehr hohen Ladeleistung reingeht. Die hält bis ungefähr 50% bis zu seinem Peak, 270 Kilowatt. Und dann geht die Ladeleistung schon deutlich runter. Wenn ich also wirklich schnell mit diesem Auto laden will, dann muss ich im Prinzip ihn in diesem Bereich halten, wo er eben besonders schnell lädt. Und da geht es schon runter. Und über 80% geht es dann so mal richtig in den Keller hinein, weil das Parkhaus ist schon ziemlich voll und das will nicht mehr so viel aufnehmen. Aber es gibt Autos, wie zum Beispiel den Audi e-tron, die haben eine andere Ladekurve. Die haben nicht so einen Peak hier, sondern die laden relativ konstant mit einer Geschwindigkeit. Die laden sogar bis 80% relativ konstant mit hohen Leistungen, 140, 150 Kilowatt durch. Und da ist es dann nicht so entscheidend, welchen Ladebereich ich zumindest bis 80% nehme. Entscheidend ist, dass man nicht zu tief gehen sollte. Also auch wenn Porsche hier 5% sagt, aber unter 10% sollte man nicht rutschen, wenn man an die Ladestation fährt. Also so diese Sportler, die quasi immer versuchen, so mit 0 Kilometer Reichweite an die Ladestation zu fahren, die warten dann erstmal ein bisschen, bis der Akku der optimal im Bereich ist und dann erst richtig Ladegeschwindigkeit aufnimmt. Also ein paar Prozent sollten noch drin sein. Und man sollte auch nicht zu viel mit einem Akku ranfahren, der schon zu viel geladen ist, weil auch dann wird die Ladegeschwindigkeit abgesenkt. Das hängt natürlich stark vom Auto ab. Hier beim Taycan ist es so, optimale Ladegeschwindigkeit wird dann erreicht, wenn ich eben so im Bereich zwischen 40% und 50% bin, dann kann ich mit richtig Strom reinballern. Und wie sieht es hier bei dem Kona aus? Das gucken wir uns mal direkt an der Ladestation an. Da schauen wir mal, wie er lädt. Das ist nämlich immer ganz spannend. Dann sieht man auch, dass von dem Nominalwert ab Werk manchmal an der Ladestation gar nicht so viel übrig bleibt. Okay, jetzt habe ich eine Menge theoretisiert über das Laden. Jetzt machen wir hier einfach mal den Praxistest an diesen Schnellladern von Ionity. Die sind ja richtig zackig. Die können theoretisch über 300 Kilowatt Ladeleistung, wobei es zurzeit noch kein Auto gibt, dass das in der Geschwindigkeit kann. Übrigens nur so ganz nebenbei. Diese flüssig gekühlten Kabel sind ein Punkt dafür, dass sie auch so viel Leistung transportieren können, weil da kommt dann viel Strom raus und dann muss ein bisschen was weggekühlt werden. Und weil wir hier gerade stehen und auch ein bisschen den Praxistest machen, dieser Lader hier ist derzeit außer Betrieb. Das ist manchmal echt noch ein bisschen ärgerlich bei der Elektromobilität, dass Ladesäulen nicht direkt funktionieren. Hier ist nicht schlimm, ich habe mehrere zur Auswahl, aber wenn es jetzt die einzige wäre, stünde ich jetzt blöd da. Und mehr Ladestationen brauchen wir auch noch. Okay, kommen wir zum Auto.
Wie gesagt, hier geht richtig viel Leistung raus, aber der Kona kann das gar nicht. Der kann maximal 100 Kilowatt Ladeleistung, wobei ich realistisch maximal 80 Kilowatt mal erreicht habe, meistens 70 Kilowatt. Kommt immer ein bisschen auf den Akku drauf an, Temperatur und auch Ladezustand. Ja, haben wir ja alles inzwischen in der Theorie schon durchgemacht. Der Kona jetzt hat 83% Ladestand. Also ist es quasi Unfug, was ich jetzt tue, ihn hier zu laden. Er wird relativ langsam laden. Und trotzdem schauen wir uns einfach mal für die Wissenschaft an, wie dann die Ladeleistung nach unten geht. Und das ist natürlich auch stressig, was wir jetzt gerade hier machen. Okay, ich fange mal an zu laden und dann erzähle ich noch ein bisschen was. Hier, da vorne Typ-2-Stecker, da unten ist unser CCS. So, wunderbar, bitte warten. Erfolgreich, Zahlung akzeptiert, das ist schon mal gut. Sehr schön. Dann stecken wir das gute Stück hier rein. Boah, die Kabel sind echt schwer. Okay, so. Und Kommunikation mit dem Fahrzeug. Und jetzt gucken wir mal hier. Das ist aber ganz schön schmutzig hier. Kannst du kaum ablesen, was da jetzt an Ladeleistung rauskommt. Ich sag nochmal, 83% Batteriestand. Theoretisch darf er jetzt gar nicht sonderlich schnell laden. Und das, was wir tun, ist auch stressig für den Akku. Das ist nicht gut. Und es ist auch nicht gut, bei jeder Gelegenheit nochmal einen Schnelllader zu fahren. Aber da komme ich ja noch bei dem Thema schonend den Akku laden auch dazu. Dauert einen kleinen Moment. Und während er das hier so macht, können wir uns noch über eine Sache unterhalten. Habe ich in diversen Foren gelesen zum Laden. Da gibt es wohl eine Studie, wo jemand herausgefunden hat, dass auch das langsame Laden für ein Elektroauto aufgrund parasitärer Effekte schlecht wäre. Also wenn man sehr lange den Akku langsam lädt. Da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, habe ich mit vielen Experten unterhalten, die haben sehr viele Gründe gefunden, wieso beim Laden der Akku altert und geschädigt werden kann. Aber das war witzigerweise kein Punkt. Und die meisten Hersteller sagen, zumindest zum Laden zu Hause mit den kleinen Strömen, da lacht der Akku drüber. Weil ja immer das Verhältnis zwischen Akkugröße und dem Ladestrom wichtig ist. Und bei so ein paar Ampere zu Hause. So, wo sind wir jetzt? 83% und dann sieht man es hier auch schon. Die Ladeleistung ist halt schon massiv runtergegangen. Hier auf 24 Kilowatt. Das ist aber normal, da muss man einfach mit leben. Deswegen ist es eben auch unsinnig, mehr zu laden als 80%, weil die Leistung massiv runtergeht. Es gibt Autos, die halten hier noch eine relativ hohe Ladeleistung. Zum Beispiel Audi e-tron schafft es hier zum Teil wirklich, noch über 100 Kilowatt reinzuballern. Woran das liegt? Audi lässt es natürlich nicht raus. Ich sag mal zwei Punkte. Das eine ist eine sehr effektive Kühlung, also Thermomanagement des Akkus. Und der nächste Punkt ist, was wähle ich für eine spezifische Zellchemie? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Nickel, Mangan und Kobalt Akku nehme, dann ist es nicht nur die Frage, ob ich Nickel, Mangan und Kobalt nehme, sondern auch in welcher Kombination ich die nehme. Und da kann ich halt verschiedene Faktoren einstellen. Und da hat sich Audi vielleicht für eine Zellchemie entschieden, die sowas kann. Ja, das hält er jetzt eigentlich ziemlich konstant, 24 kW. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das entspricht ungefähr auch der Ladung, die ich zu Hause bei einem dreiphasigen Lader bei 32 Ampere habe. Andersrum betrachtet, wenn ich zu Hause mit für den Heimbereich relativ hohen Strömen lade, ist das für den Akku trotzdem nicht wahnsinnig stressig, weil das eben im Verhältnis zur Akkugröße gar nicht mal so viel ist. So, hier wird sich jetzt auch nicht mehr viel tun. Wenn wir jetzt hier so eine Kilowattstunde an Energie drin haben, dann brechen wir das auch mal ab, weil da ist genug Strom drin, effizient genug ist er auch noch. Und den Akku müssen wir jetzt nicht unbedingt stressen. Das wird sich jetzt so bei 23, 24 Kilowatt einpendeln. Okay, gut. Zack, wir wollen den Akku ja nicht so stressen. Hier raus. Und mal ganz ehrlich, das funktioniert inzwischen, zumindest wenn man eine Ladekarte hat, ziemlich einfach. Und wenn man dann auch den Stecker in der richtigen Reihenfolge reinmacht, Herr Bloch, so. Da ist er. Gut, jetzt haben wir also gesehen, wie wir wahnsinnig viel Strom in einer kurzen Zeiteinheit in den Akku hineinbekommen. Aber ist das nicht schädlich für das Elektroauto? Ich meine, unsere Handy-Akkus, die gehen ja auch relativ schnell kaputt, wenn man sie ständig und ziemlich schnell lädt.
Ja, die sind natürlich viel einfacher aufgebaut. Beim Elektroauto ist das doch etwas besser abgesichert. Aber grundsätzlich ist es schädlich, mit sehr hohen Strömen den Akku zu laden. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie man dabei auch schonend laden kann. Was ist denn der größte Fehler, den man bei einem Elektroauto machen kann, wenn man im Sommer, im Hochsommer, 2 Wochen in Urlaub fährt? Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken? Dann gehe ich mal darüber. Da kann ich nämlich ein bisschen was mehr dazu erklären. Und was denkt ihr? Der größte Fehler ist es, das Elektroauto vollgeladen in die pralle Sonne zu stellen. Denn dann prallen gleich 2 Alterungsprozesse aufeinander. Es gibt die sogenannte zyklische und es gibt die kalendarische Alterung bei einem Akku. Kalendarische Alterung heißt, ich belaste ihn gar nicht, sondern der wird einfach alt. In einem bestimmten Ladestand wird er einfach stehen gelassen, bei einer bestimmten Temperatur, und dann wird er einfach alt, ohne dass ich den irgendwie belaste. Zyklische Alterung heißt, dass eben Ladezyklen abgerufen werden. Also ein Akku hat ja eine bestimmte Anzahl von Vollladezyklen, die er übersteht. Heutzutage meistens über 1000 Vollladezyklen, sogar noch ein bisschen mehr, die er eben laden kann, wo er aber trotzdem mit der Zeit halt an Kapazität verliert. Und wenn ich jetzt im Hochsommer Folgendes mache: Ich lade das Elektroauto komplett voll, 100%. Dann ist das ein Punkt, wo der Akku schon mal besonders schnell schnell altert, ohne dass er eben belastet wird. Und wenn man dann auch noch die Temperatur außen hat, die auch noch als Reaktionsbeschleuniger der Alterung dient, dann habe ich gleich 2 Faktoren. Und dann fahre ich 2 Wochen in Urlaub und habe meinen Akku gefühlt ein halbes Jahr altern lassen oder noch mehr. Und das sieht man auch jetzt bei diesem Akku hier, deswegen sind wir hierher gegangen. Den schließe ich mal an. Das ist ja auch ein RC-Akku für ein Modellauto, aber im Prinzip funktioniert er exakt genauso. Und dann gibt es hier eine ganz wichtige Funktion bei diesem Ladegerät, nämlich Discharge. Dann kann ich ganz genau einstellen, auf welchen Wert, mit welchem Strom ich den Akku entlade, damit, wenn ich ihn also längere Zeit liegen lasse, und das passiert ja bei den Akkus ab und zu mal, der nicht mit 100% geladen ist, sondern vielleicht mit 50 oder 40%, weil dann altert er viel, viel langsamer. Und der nächste Punkt ist, das machen vielleicht manche, die so Akkus besitzen auch, man legt den Akku in den Kühlschrank, weil die elektrochemischen Prozesse dann herunterfahren. Was beim Laden des Akkus nicht vorteilhaft ist, weil da nicht so viel Strom reingeht, ist bei der Lagerung vorteilhaft, wenn der Akku relativ kühl gelagert wird. Nicht unbedingt bei Minustemperaturen, aber doch bei kühlen Temperaturen. Ein wichtiger Punkt noch zum Thema Lagerung des Akkus. Das gilt nicht nur, wenn ihr 2 Wochen in Urlaub fliegt und das Elektroauto zu Hause steht, sondern das gilt auch im kleinen Bereich. Das heißt, es ist akkuschonender, wenn ihr erst kurz bevor ihr losfahrt 100% Akkufüllstand erreicht habt und nicht vielleicht einen Tag vorher den Akku schon vollgeladen habt und den in der prallen Sonne einfach stehen lasst, weil das die Alterungsprozesse eben beschleunigt. Und da gibt es ja auch zum Beispiel beim Kona hier das Lademanagement, und da kann ich mir die Uhrzeit einstellen, wann die Fahrt beginnt, und kann somit punktgenau das Laden steuern, und das wird mir mein Akku auf Dauer dann ein bisschen danken. Den Ladehub begrenzen. Okay, die meisten wissen ja jetzt, ich habe es ja oft genug auch gesagt, dass man, wenn man besonders schnell laden will, nur bis 80% ungefähr auflädt. Darüber wird es deutlich langsamer, aber darüber wird es für den Akku auch stressiger. Deshalb sollte man den maximalen Ladestand schon mal begrenzen. Da gibt es ja bei vielen Elektroautos, hier auch beim Kona, die Möglichkeit, wir gehen hier mal rein. So, zum Beispiel DC, AC geht es aber auch, kann ich den hier auf 80% begrenzen. Und in den meisten Fällen reicht das ja auch, da muss ich den Akku nicht komplett vollladen. Gilt übrigens auch für die Handys. Ist besser, wenn ihr die nicht immer komplett vollladet. Aber es geht nicht nur darum, dass man hier den maximalen Stand begrenzt, sondern man muss auch ein bisschen auf die Ladezyklen achten. Grundsätzlich wird ja die Alterung eines Akkus, also die Belastungsalterung, in Zyklen gemessen. Heutzutage schafft so ein Akku locker 1000 Zyklen. Und wenn ich mit einer Akkuladung, was weiß ich, 300 Kilometer weit komme, könnt ihr ja ausrechnen, 1000 mal 300 Kilometer sind 300.000 Kilometer Haltbarkeit. Das ist schon eine Menge. Aber man kann das vielleicht noch ein bisschen strecken, indem man eben nicht immer den kompletten Ladezyklus ausnutzt, der ist stressig für den Akku, von 0 bis 100%, sondern immer nur so kleine Portionen nimmt. Das ist das, ich nenne es mal die Toyota-Taktik, die sie bei ihren Hybriden anwenden, wobei das
Nickel-Metallhydrid-Akkus sind, muss man also ein bisschen aufpassen. Aber da wird immer nur 20% Ladefenster genutzt. Immer nur so von 40-60% wird er laden und entladen und dadurch hält der Akku quasi ewig. Und die Forscher der RWTH Aachen haben zum Beispiel herausgefunden, wenn man dieses schmale Ladefenster eher in den unteren Bereich verschiebt, also so von 30-50% anstatt von 60-80%, dann hält der Akku auch ein bisschen länger. Weil umso höher man ist bei der Ladung, desto mehr wird er gestresst. Also wenn ihr wirklich sehr viel von eurem Akku haben wollt, dann haltet ihr den immer in so einem kleinen Ladefenster. Was ja geht, wenn man zum Beispiel täglich eben nur so eine Pendlerstrecke hat. Und dann kann man hier ruhig auch den Ladehub noch ein bisschen mehr begrenzen wegen mir auf 60%. Wenn es reicht, ist das für den Akku deutlich schonender. Den maximalen Ladestrom abhängig vom Energieinhalt des Akkus begrenzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Grob gesagt, umso größer ein Akku ist, also umso größer sein Energieinhalt ist, desto schneller kann ich da auch Strom reinschieben. Das ist auch ein Vorteil von großen Akkus, die können schneller laden. Aber wieso ist das so? Na, wir gucken uns das im ganz Kleinen an. Wir nehmen eine 3,7 Volt Nennspannung Lithium-Ionen-Zelle. Die belasten wir jetzt mit einem einzigen Ampere Ladestrom. Und jetzt schalten wir parallel dazu noch eine zweite 3,7 Volt Lithium-Ionen-Zelle. Spannung bleibt gleich, 3,7 Volt. Aber wenn ich jetzt hier mit einem Strom reingehe, dann teilt er sich ja links wie rechts auf die Zelle auf. Das heißt, die sehen jeweils die einzelne Zelle nur 0,5 Ampere Belastung. Oder aber, wenn ich einen doppelten Strom nehme, wieder 1 Ampere. Das heißt, ich kann einfach, weil ich jetzt mehr Zellen nehme, mehr Kapazität insgesamt zur Verfügung habe, mit mehr Strom reinladen, ohne dass ich die Zelle mehr belaste. Und dafür gibt es auch einen Koeffizienten, das ist der sogenannte C-Koeffizient. Der beschreibt das Verhältnis der Kapazität oder dem Energieinhalt des Akkus mit seiner Ladedauer und dem Ladestrom. Hier bei diesen Akkus hier, da haben wir das oftmals. Da steht es hier auch drauf, wie stark die belastbar sind. Hier sind zum Beispiel 30C. Das heißt, der ist mit dem 30-fachen seiner Nennkapazität, nämlich hier 5000 mAh, belastbar. Oder aber, das ist ein anderer Wert, er ist mit maximal 10 Ampere beim Laden zu belasten. Und 10 Ampere bedeutet das Zweifache der Nennkapazität, 2C. Um es noch ein bisschen einfacher auszudrücken, wenn ich einen Akku in einer Stunde vollladen kann, dann lade ich ihn mit einem C. Also ein 100 Kilowattstunden Akku, der wird mit 100 Kilowatt Optimum vollgeladen. Ja, natürlich muss die Ladegeschwindigkeit runtergefahren werden, das lassen wir aber außen vor. Optimum vollgeladen, dann lade ich ihn mit einem C. Und das ist ein relativ gesunder Wert. Das hält eigentlich jeder Akku aus, hat da keine Probleme damit. Selbst dieser Akku hier verkraftet 2C. Im Autobereich haben wir es aber zum Teil mit einer Belastung von bis zu 3C zu tun. Nehmen wir einen Porsche Taycan. Ja, Akku hat ein bisschen mehr brutto, ist der wichtige Wert, als 93 Kilowattstunden, lädt mit maximal 270 Kilowatt, also Faktor 3, 3C. Ein Tesla Model 3 an den modernen V3 Chargern, die jetzt gerade zum Beispiel in Berlin eröffnet worden sind, hat einen Nennenergieinhalt brutto von ungefähr 80 Kilowattstunden und lädt dort an diesen Ladern mit 250 Kilowatt. Das ist auch ungefähr Faktor 3. Und das ist so die Grenze dessen, was man erreichen kann. Aber das stresst den Akku. Definitiv. Wenn man die Zeit hat und es wirklich nicht eilig hat, sondern sagt, oh, ich habe auch ein bisschen Zeit, dass er lädt, dann ist es eben sinnvoll, unterwegs nicht in so hohe C-Bereiche hineinzugehen, sondern vielleicht sich einen Lader auszusuchen, der ein bisschen langsamer lädt. Dann stellt man eben seinen Kona, seinen e-tron, sein Model 3 an 50 Kilowatt DC-Lader, wenn ihr mir sonst lächelt, weil sie zu langsam sind, aber die natürlich mit relativ wenig Strom jetzt antreten und den Akku nicht stressen. Wenn man die Zeit hat, ist das für den Akku deutlich schonender. Ja, ich weiß, das waren jetzt eine Menge Infos und auch eine Menge Elektrotechnik zum Thema Laden, aber es ist eben auch sehr, sehr wichtig. Und im Prinzip sind drei Punkte eben entscheidend.
Temperatur, Ladestand und wie viel Strom geht in den Akku hinein. Das muss man sich immer bewusst machen, und wenn man das tut, dann kann man schneller und auch schonender laden, und das ist ja nicht unwichtig. Ich meine, der Elektroauto-Akku ist nun mal mit Abstand das teuerste Teil beim Elektroauto, und den will man eine Zeit lang behalten, und der soll nun wahrhaftig nicht so schnell die Biege machen wie ein typischer Smartphone-Akku. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt, nämlich abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann guckt euch doch die anderen Videos auf unserem Kanal an.